Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich werde heute mit einer Meditationsreihe starten, die sich dann aufbaut und fortsetzt, nämlich eine Chakrenreise. Und es geht mir bei dieser Meditationsreihe darum, wirklich jedes einzelne der sieben Hauptchakren mal durchzumeditieren. Und so kannst du entweder mal aufbauend diesen Zyklus mitmachen oder du kannst dir dann genau das Chakra, das Zentrum raussuchen und die dazugehörigen Themen, die für dich gerade passen. Und wir beginnen heute an der Basis, am sogenannten Wurzelchakra. Es gibt ja so ein Grundmodell, es gibt mehrere Chakrenmodelle, weil es ja unsichtbar ist. Das heißt, man kann sagen, es gibt so und so viele Zuteilungen. Ich arbeite gerne mit so einem Grundmodell, wo es sieben Hauptchakren gibt und dann auch Nebenchakren. Ich habe das eh auch schon in mehreren Vorträgen und Videos erklärt. Überall, wo wir ein Gelenk haben, kann man sich vorstellen, ist so ein Energiezentrum, hat man so Energiewirbel. Ein Chakra ist eigentlich ein Angelpunkt, ein Knotenpunkt für Energie. Und diese Chakren stehen eigentlich wie ein Schöpfungsmodell für den Schwingungsaufbau unseres Daseins. Und das Wurzelchakra, ich erkläre das auch immer wieder mit Erdung, hat halt mit den konkreten Dingen zu tun, also mit ganz klar messbaren Dingen. Das heißt, da ist unser Körper mit dabei und da ist unsere Materie dabei. Da kann man auch natürlich vom Analogiedenken her auch so gewiss diesen Wohlstand dazu nehmen. Und dann vom Psychischen her ist es so die Durchsetzungskraft, der Mut, die Power. Wenn man Einschränkungen im Wurzelchakra hat, kann das eben zu Unsicherheit führen, zu Selbstzweifeln ein bisschen führen auch, aber auch zu Stress, zu Wut, zu Aggression. Ja, das wäre dann ein überaktives Wurzelchakra quasi, Aggressivität, Aggression. Oder halt dann eben wirklich so Energielosigkeit, Mutlosigkeit und Erschöpfung. Das wäre dann natürlich ein sehr reduziertes Wurzelchakra. Und bei der heutigen Meditation arbeiten wir eben mit diesem Wurzelchakra, aber nicht nur mit dem Wurzelchakra, sondern auch dann mit so Nebenchakren. Da nehmen wir zwei dazu. Ich habe gesagt, zwei bei jedem Gelenk sind so quasi Nebenchakren. Und da kann man jetzt so vom Chakrenausgleich, auch wie ich den unterrichte in meinen Ausbildungen, kann man die Fußchakren und die Kniechakren mit dazu nehmen. Also Fußchakren, hast du ja auch Gelenk, und Kniechakren, das wären so Nebenschleusen für die Erdungsenergie, für diese Urkraft. Das heißt der Wurzelchakra, wo man auch sagt, da bin ich verwurzelt. Also kann man sich das vorstellen und die werden wir auch mit reinigen heute. Und dann einfach mal schauen, dass wir wirklich da so dieses Wurzelchakra einfach so gut aktivieren. Und dann schaust du mal, was sich da tut bei dir. Okay, gut. Die Chakren an sich, das möchte ich jetzt auch noch sagen, sind ein Fokuspunkt für dich im Unsichtbaren. Das heißt, die sind jetzt kein Organ im Sinne eines, dass da etwas wirklich da ist, also so wie eine Hand oder so. Weil oftmals wird da geschrieben in der Literatur, ja, Chakra ist wie ein Organ, ein energetisches. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Das ist ein Fokuspunkt. Also du kannst dir ein Chakra wirklich mal als so einen Orientierungspunkt, Fokuspunkt vorstellen, mit welchem Zentrum, mit welchen Aspekten deines Daseins du dich beschäftigst. Und genau so schlage ich dir auch vor, diese Reise zu interpretieren. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt dank des Wurzelchakras auf dieses Zentrum. Energetisch werden wir diesen Punkt, das ist so ganz klassisch, ans Ende der Wirbelsäule setzen, also in etwa so Steißbeinhöhe. Also sitzt es, wenn man sich es vorstellt, am Körper, dieses Wurzelchakra. Und alleine, wenn du dich jetzt schon drauf fokussierst, das kannst du jetzt gleich mal machen, dass du dir mal vorstellst, an der Spitze deiner Wirbelsäule, also dort, wo das Steißbein ist, leuchtet eine Kerze oder ein strahlendes Licht. An der Spitze deines Steißbeins leuchtet
eine Kerze oder ein strahlendes Licht. Dann spürst du vielleicht, dass dort Wärme oder Kribbeln beginnt und da arbeitest du quasi schon mit dem Wurzelchakra. Und genau so beginnen wir jetzt zu arbeiten, zu meditieren. Du atmest tief ein und wieder aus und schließt deine Augen. Und du lässt deinen Atem ganz ruhig ein- und wieder ausfließen. Und du fokussierst dich auf dein Wurzelchakra. Stell dir einfach mal vor, das ist so ein Abflusskanal, wo wirklich aufgestaute Gedanken, Gefühle, so Wut, wo das einfach abfließen kann. Also es ist ein Abflussrohr, das tief mit der Erde verbunden ist und das du heute warten wirst. Und zuallererst beginnst du dieses Rohr, diesen Kanal an der äußeren Seite zu warten. Das heißt, du kannst dir wirklich vorstellen, wo vielleicht Schmutz oder Verkrustungen sind bei diesem Rohr, wo vielleicht Farbe fehlt. Da kannst du dir vorstellen, dass du dieses Rohr bearbeitest. Aber zuerst eben von außen, nur von außen. Du kannst dir richtig dieses Rohr vorstellen. Und du arbeitest da mal durch. Und das, was du da außen arbeitest, das, was du da ganz außen abkratzt, eher am Ende des Rohres, das sind schon deine Fußchakren. Was so in der Mitte des Rohres dann ist, das sind deine Kniechakren, die damit auch schon gereinigt werden. Du arbeitest das jetzt einfach mal durch, gehst so dieses Rohr Stück für Stück durch, kannst es ja auch fühlen und dort, wo irgendwo eine Unebenheit ist oder wo du das Gefühl hast, dass etwas steckt oder vielleicht sogar ein Loch ist, da verteilst du die Energie auf diesem Rohr oder die Farbe und stopfst einfach mal so diese Löcher und du bleibst jetzt nur mal an der Oberfläche. Also zuerst wird nur mal die Oberfläche geputzt. Also ich bin jetzt so von den Füßen bis zur Mitte des Rohres und bin jetzt bei den Kniechakren. Und schau mir mal so die Mitte, diese Verbindung an, dieses Rohres. Wie sich das anfühlt, ob da eine Reinigung gemacht gehört. Ob da Licht hinfließen soll, eine Farbe hin soll, ob vielleicht etwas abgedichtet gehört, so dass sich eben diese Schwingung erhöht. Auch wenn du das Gefühl hast, dass dieses Rohr vielleicht ein bisschen schief ist, dann kannst du es gerade biegen. Da kannst du jetzt alles machen, aber wie gesagt, nur einmal außen arbeitest du jetzt. Genau, sehr gut. Transformation, Lösen von alten Programmen. Also da können auch Energien reinfließen, Liebe, Stabilität oder vielleicht auch das Lösen von Rigidität. Sehr gut. Das fließt jetzt mal ab. Wunderbar. Und dann schaust du weiter. Das Rohr hoch, also wirklich so diesen Oberteil noch.
bis zum oberen Ende dieser Röhre und du putzt es jetzt auch nochmal durch, gibst Farbe rauf, reinigst es jetzt nur mal außen, sodass du dann ein schönes, glänzendes Rohr vor dir hast. Vielleicht gehört auch irgendwo Energie abgesaugt oder ist das Rohr zu dick. Dann kannst du es auch in Form bringen. Sehr gut. Und du merkst jetzt, dass eben so die Außenseite dieses Rohres jetzt schon mal freier wird, reiner wird. Und während du so dieses Rohr jetzt in den Händen hältst, dieses Bild hältst, diesen Fokus hältst, fühl mal so zu deinen Füßen, zu deinen Knien, deine Beine und schau mal, ob du da vielleicht schon ein bisschen ein Kribbeln spürst, ob sich da schon was verändert hat. Ja, das kann man dann oft ganz gut schon wahrnehmen, wenn man da an diesem Bild arbeitet. Sehr gut. Und jetzt nimmst du dieses Rohr und wir haben ja an der Außenseite gearbeitet und jetzt schaust du mal durch dieses Rohr durch und schaust mal, ob du da durchschauen kannst oder ob es vielleicht verstopft ist. Und jetzt kannst du dir wirklich vorstellen, dass du wie eine Bürste, eine Reinigungsbürste hast, die führst du jetzt wirklich von oben nach unten in dieses Rohr ein und schrubbst es mal durch, schubberst mal dieses Rohr richtig durch, von oben nach unten. Bewegst du mal diese Bürste, also wirklich so richtig so, du kannst richtig diese Bewegungen auch machen und du bewegst eben so diese Bürste durch dieses Rohr. Du kannst auch Wasser durchfließen lassen, Reinigung. Oder auch Energien durchfließen lassen, wie Klarheit, Stabilität, Erdung, Mut. Einfach die Energien, die jetzt dieses Innere, dieses Rohres lösen und eben klar bearbeiten. Und das kann eben sein, dass dieses Rohr etwas stärker verstopft ist. Dann lassen wir da zu viel Energie reinfließen, bis es freier wird. Vor allem die Energien lösen von Manipulationsenergie, lösen von Selbstboykott, lösen von Beurteilungen und Verurteilungen. Lösen von Manipulationsenergie, lösen von Selbstboykott, lösen von Beurteilungen, Verurteilungen. Urkraft, Transformation, Würde. Schauen wir mal. Und du wirst merken, dass so dieses Innere, dieses Rohres weicher wird, dass es leichter wird. Und dann schauen wir mal, ob du schon durchschauen kannst, dass du das Gefühl hast, okay, du kannst jetzt durch diese Röhre durchschauen. Und jetzt geben wir mal ganz viel so Resilienz, Flexibilität rein. Und lösen noch einmal Manipulationsenergien.
Manipulationsenergien lösen wir aus den Kniechakren, also aus dem Mittelteil des Rohres, ganz oben vom Wurzelchakra und ganz unten bei den Fußchakren. Und da trennen wir jetzt einfach so Manipulationsenergien ab. Und Selbstboykott ab. Genau. Und das lassen wir jetzt durchfließen und fokussieren das jetzt einfach mal. Und du erlaubst dir jetzt immer mehr Stabilität und Klarheit da einfließen zu lassen. Und vielleicht merkst du auch, dass das Rohr, während du daran arbeitest, die Frequenz wechselt. Dass es vielleicht heller wird oder leichter. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist normal, wenn man energetisch arbeitet, dass sich einfach die Schwingung dann verändert, erhöht, feiner wird. Das ist völlig in Ordnung. So, und jetzt geben wir da nochmal so Erdung, Urvertrauen rein. Achte auch nochmal auf die Fußchakren, also auf die Unterseite des Rohres. Das ist dann nochmal Erdung, Urvertrauen, dass es da gut durchfließen kann. Dann gehst du nochmal zu den Kniechakren. Sehr gut. Und lässt jetzt mal so diese Energie, das Wurzelchakra, die Erdung, gut abfließen mal. Also alter Druck fließt raus. Und du schaust mal, wie du dich anfühlst. Vielleicht merkst du jetzt auch, dass es zwischen deinen Beinen wirklich jetzt schon stabiler wird, dass du dein Kribbeln spürst. Das wäre so ein Zeichen für dieses Wurzelchakra. Und jetzt stell dir vor, dass dieses Rohr wirklich gut und stabil zwischen deinen Beinen in die Erde fließt und eben aufgestaute Gefühle, Emotionen, Gedankenkreisen, all das, was in deinem System herumschwirrt, was dort nicht sein soll, wird jetzt über diese Verbindung ausgeleitet. Es ist jetzt eine Entschlackung, eine Reinigung auf der energetischen Ebene. Und du spürst auch, wie deine Entgiftungsorgane, dein ganzer Kreislauf und Stoffwechsel alles jetzt da abfließen lässt, was in dir ist, in deinem System ist, was dich einfach kränkt oder schwächt. Und all das verlässt durch diesen Abfluss zwischen deinen Beinen dein System. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spüre einfach den Abfluss dieser Energie. Und während diese Reinigung deines Feldes jetzt läuft, ein bisschen lassen wir das jetzt noch laufen, fließt jetzt alles raus. Vor allem auch deine Erschöpfung, dein Gefühl festzustecken. Und all das fließt jetzt aus dir raus. Und du spürst Kraft, Klarheit und Stabilität.
Und du spürst auch, wie frische Energie in dich einfließt. Wie du sicherer wirst und wie auch dein Urvertrauen aktiviert wird. Du spürst, dass deine Fußchakren satt aufsitzen, dass deine Knie sich angenehm belebt anfühlen, dass sich dein Wurzelchakra öffnet und die Kraft deines Wurzelchakras dich durchfließt. Du spürst, dass sich deine Wirbelsäule mehr und mehr aufrichtet, weil diese Kraft und Lebensenergie jetzt von unten, von deinem Steißbein über die Wirbelsäule sich aufbaut und auch bei der Wirbelsäule Verspannungen und eventuelle Blockaden löst. Du spürst, dass dein Kopf klarer wird. Und dass die tiefe Reinigung deines Chakrensystems, deines Energiefeldes begonnen hat. Und die wird dich jetzt begleiten und weiterlaufen. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus und bedankst dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung und für die Führung. Du spürst eben, dass dein Wurzelchakra jetzt gut geerdet und stabil da ist. Bewegst deinen Körper, streckst dich durch, fühlst nochmal nach. Und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar, sicher und geerdet. Ja, dann bedank dich noch einmal bei der geistigen Welt und weitere Möglichkeiten, das Wurzelchakra zu aktivieren, sind natürlich, dass du dir ein rotes Licht vorstellst, ja, so wie eine rote Lampe, die du anknipst oder eine rote Blüte, die aufgeht so zwischen deinen Füßen. Das wären auch so Aktivierungsbilder fürs Wurzelchakra. Grundsätzlich kannst du diese Meditation natürlich jederzeit wiederholen oder dann auch mal kombinieren mit den anderen Chakrenreisen. Und ja, ich freue mich natürlich auf deine Erfahrungen, deine Tipps, deine Kommentare und lass mir bitte Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video, falls du jemanden kennst mit Erdungsschwierigkeiten. Und ja, wenn du noch mehr über Energiearbeit lernen willst, dann mach doch mal einen Kurs bei mir. Danke, bis nächstes Mal, alles Gute, dein Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.